Also jetzt spielen wir russisches Roulette. Wenn du zum Doktor gehst, ist es wie ein russisches Roulette. Du kriegst 6 Tabletten verschrieben, mixt das, nimmst 5, die 6. vergisst, also überlebst. Oder der Doktor verschreibt dir was, der Apotheker lässt was anderes, also überlebst. So ein richtiges Casino-Gefühl kommt auf, wenn du im Wartezimmer schon die 10. Illustrierte vom vorigen Jahr gelesen hast. Du wartest sehnsüchtig, dass du zum Medizinmann eingelassen wirst. Jetzt wäre eingelassen, rede mal. Ich setze mein ganzes Vorstellungsvermögen auf eine Karten und der Eindruckstier geht auf. Da kommt auf einmal eine fesche Frau in elegantem Kostüm oder ein Mann mit einem schwarzen Anzug und wichtig ausschauenden Koffern in die Hand. Das sind sogenannte Vertreter von den verschiedenen Pulverfabriken. Pharma-Referenten nennt man sie. Die wissen zwar nicht, was da verkaufen, aber wenn sie reden, glaubst du ihnen alles. Die bleiben natürlich eine halbe Stunde drin, beim Quacksalber, und damit der Doktor sie endlich los wird, bestellt er was. Endlich, glaube ich, ich komme dran. Da kommt die Rettung und bringt der Mann, der sie beim Kochen verbrennt hat. Natürlich gleich ein ins Allerheiligste. Ich setze nicht mehr auf meine Geduld und fange an zum Ranzen. Ah, endlich kommst du drauf. Und du kannst sicher sein, dass der kleine Gott in Weiß sagt, ich gebe dir jetzt Tabletten, die hilft bestimmt. Sie werden sich glauben, die kostet nichts. Ja, weil sie jetzt der Muster ist. Und morgen sagst du mal, wie es einer geht. Fahren sie kennen. So eine richtige positive Aufregung, die das Leben erlebnisreicher macht, ist, wenn sie mit einer Werbefahrt mitfahren, wo sie einer Pulver nah dran, den sicher helfen, wenn sie es nicht nehmen. Den Hausarzt des Vertrauens, auch wirklich dazwischen, wenn du ein Bewegchen hast, ist auch so ein Glücksspiel. Weil meiner ist oft auf einem Ärztekongress oder sonst auf Urlaub. Bedenklich ist, wenn der Herr Primar mit Aktien am Krematorium beteiligt ist. Also Aktien, der verbrennt mich vor den Himmel, GmbH. Sehr raffiniert ist, wenn so Symptome einreden, die angeblich auf neue Krankheiten hinweisen, damit sie neue Tabletten dagegen erfinden können. Dann machen sie geschickt eine kleine Massenhysterie. Die Regierungen kaufen dann tonnenweise das Klumpert gegen Händel, Fieber, Flohhursten und so weiter. Sind die Pharmafirmen kleine Händeltier? Nein, sie verdienen sehr gut in den Nosen. Wenn wieder einmal die verschiedenen Doktor Pulver verschreiben, von den einen kriegen sie Magenweh, also gehen sie zum nächsten Bader. Da kriegen sie eine Mixtur gegen die Magenbeschwerden. Von der Mixtur kriegen sie Kopfweh, also zum nächsten Neurologen, der ihnen was gegen Kopfweh verschreibt. Von dem kriegen sie aber ein steifes Knack, also brauchen sie einen Masseur. Und so schließt sich der Kreis wieder beim Hausarzt. Und weil der nicht mehr weiter weiß, schickt er sie zum Psychiater, der was feststellt, dass sie in der Kindheit ein Trauma erlebt haben, weil sie ihnen dem Inzidant ein neues Puzzle gegeben hat. Sagt, haben Sie daheim ein Rotzenproblem? Nehmen Sie Ihre ganzen Pulver, lesen Sie es auf in einem Kübel Wasser, ein ins Klo und mit dem Wüstentelegraph sagt die überlebenden Rotzen weiter, dass in dem Haus eine Lebensgefahr für die armen Viecher ist. Was will nicht wissen, dass sie heimlich als Versuchskaninchen verwendet werden? Vermute einmal. Es wird dann erst kritisch, wenn Sie ihnen zum Rezept eine Lebensversicherung dazu antragen wollen. Dann heißt es aufpassen, Haftelmacher. Ihr wisst auch, wie sie ihn erreichen können. An wem? Wenn der Dilo sie fragt, erst hast du einen guten Doktor für die Innereien? Dann schickst du ihn zum Medizinalrat, der die meisten Pulver verschreibt. Weil der hat einen guten Vertrag mit der Pharmafirma. Was sagst du dazu? Aber ja, alle Medikamente nehmen, die der Medizinmann verschreibt. Vielleicht hat die Rache der Medizinmann einen Erfolg. So, ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen mit dem Bankbogenzettel. Aber weil das Geschichtl alles frei erfunden ist, ist alles gegenstandslos und gar nicht wahr, oder nicht? Englisch. Du Mama, die Dani ist im Chat, weil morgen hat sie Englisch. Nein, wir haben da nichts verschwiegen. Nein, die Dani ist nicht in einem Flugzeug. In England ist sie auch nicht. Sie ist in einem Chat im Internet. Das heißt Trotschen. Aber geschrieben. Na, so wie du mit deinen Freunden am Bankel, so trotschen die Jungen im Internet auch. Nur weniger laut ist das weniger Schreierei. Du, Dani, die Oma will wissen, was deine Lieblingsfarbe ist. Schwarz. Was?
Was? Ich habe mir gedacht, Rosa. Geh Mama, Rosa ist für klein, dafür bin ich wirklich schon zu alt. Schwarz, sagte Dani. Ja, was soll ich sagen, wenn sie schwarz sagt? Du, Dani, und deine Zweitlieblingsfarbe? Geh, lass mich. Ich konzentriere mich da, sonst willst du immer, dass ich Aufgaben mache und jetzt störst mich. Geh, sag schon deine zweite Lieblingsfarbe. Dann lasse ich dich eh in Ruhe. Türkis. Türkis, sagt's. Und warum willst du das wissen? Ah, strickst dir was? Na, das hat's eh nicht gehört, die ist ja immer nur im Netz. Im Internet. Das braucht man ja so doch. Die Dani braucht sie ja sogar zum Aufgaben machen. Ja. Am liebsten hätte es wahrscheinlich so kurz Schwester. Nicht wegen den Nieren. Nein, bauchfrei hat man eh nicht mehr. Na, lange Westen, na, die zieht's nicht an. Warte, du Dani! Geh, Mama, lass mich! Nur kurz, die Oma will wissen, ob du einen Bildschirmschoner hast. Woher kennt denn die Oma so ein Wort? Wieso weißt denn du, was ein Bildschirmschoner ist? Und du glaubst, dass deine Freundin am Bangel das wirklich wissen? Achso, na, hat der eigentlich nicht am Blödsinn erklärt. Du, Dani, hast schon einen Bildschirmschoner? Geh, Mama, lass mich und außerdem hab ich Ehren, aber so sagt man halt nimmer. Die Dani hat einen. Wahrscheinlich ist es so, dass mehrere braucht, ich hab nur einen. Wart. Du, Dani, geh bitte! Geh, Dani, ganz schnell, wie groß ist denn dein Computer? 2 GB RAM und 2 GB RAM, sagt's. Nein, das hat nichts mit einem RAM zu tun, Mama. Du, Dani, geh, lass mich, ich bin gerade in einem Superchat, ich kenn mich grad aus. Geh nur kurz, die Oma will wissen, wie viel das in Zentimeter ist. Das weißt du selber, dass das nichts mit Zentimeter ist. Ah, meinst du die Diagonale, die ist 24 Zoll. Und ich mache jetzt die Türe zu, ich arbeite, ich muss lernen. 24 Zoll, sagt's. Was weiß ich, was das in Länge mein Breite hat? Ich frag's jetzt nimmer. Also ich hab recht, da sag ich, du Dani magst eh deine Aufgaben und dann macht's es und ich steh's. Also, ich werde das Gräbe oben essen, wenn's nicht da ist, die Dani. 3 Wochen später. Du Dani, du hast ein Backerl gekriegt von der Oma, magst nicht gleich reinschauen? Geh, ich arbeite, ich lerne gerade Chemie. Aber geh, Max, schnell auf, die Oma war sicher schon, dass dich bedankst. Na gut, aber nur kurz. Sie macht das Backerl auf, heraus kommt eine Tafel Schokolade, eine Geburtstagskarte, ein Kuvert mit 50 Euro und etwas gestricktes in Türkis. Was ist das? Soll das ein Pullover sein? Aber das hat ja keine Löcher für den Kopf und für die Hände. Ist das eine Tasche ohne Griff oder Henkel oder so? Geh, Dani, was redst denn da? Lass mich schauen. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Geh, frag die Oma, ich muss lernen. Du, Mama? Ja, die Dani hat schon gesehen, aber die muss lernen. Ja, das ist viel heutzutage, aber sie soll ja mal studieren. Naja, sie wird dich schon anrufen und sie bedanken, aber wo sie die fragen will, was ist denn das Gestrickte in dem Backerl? Was, im Ernst? Das soll ein Bildschirmschoner sein? Ich bin ein Politiker, der euch heute die Wahrheit sagt. Nicht lachen da hinten. Ich mein's wirklich ernst. Ich habe ein Wahrheitsserum geschluckt. Leider hält's nur 5 Minuten auf. Ich hoffe, dass das reichen wird. Weil ich nur die Wahrheit sagen kann, verschweige ich, von was für einer Partei ich bin. Weil sonst habt ihr Vorurteile. Glaubt's mir, egal welche Farbe, wir sind alle die gleichen Arschlöcher. Mit einer Ausnahme vielleicht. Die Grünen wollen wirklich, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Dabei gibt's ja viel wichtigere Sachen, so wie das Rauchverbot oder der Feinstaub. Aber sind wir uns einig, liebe Wählerinnen und Wähler? Also, das Liebe lasse ich heute weg, weil ich möchte ja ehrlich sein. Apropos ehrlich, meine ungustigen Wähler und Ihnen, ihr seid die größten Würsteln auf der Welt.
Das hat man beim Wahlkampf im Fernsehen gesehen. Was man euch vorgehaut, ihr plappert alles nach. Wenn einer von uns Politiker einmal im Jahr eine gute Idee hat, dann sagt sicher ein anderer, na, wer soll denn das zahlen? Sofort nicken die meisten von euch mit dem Schädel und sagen brav, ja, wer soll denn das zahlen? Das kann ja keiner da zahlen. Ihr seid so deppert. Durch eure Steuergelder haben wir mehr Euro, als wir je verplempern können. Natürlich kann man das zahlen. Aber ihr lasst euch jeden Blödsinn einreden, wenn einer das nur ernst genug erzählt. Letztens habt ihr gelacht, wie ein Moderator im Fernsehen uns Politiker gefragt hat, was die Wiener am meisten aufregt. Und weil wir ja Politiker sind und keine Ahnung haben, was die Leute wirklich wollen, haben wir natürlich deppert dahergeredet und haben gesagt, ja, Angst vor Migranten, Angst vor Kriminalität und so. Na, da hat der Herr Moderator aber herzlich gelacht. Und dann hat er gesagt, na, die Hundstrimmel regen die Wiener am meisten auf. Ja, seid ihr nicht alle wirklich so geschissen? Die Hundstrimmel regen euch auf? Nicht die niedrigen Gehälter und die hohen Mieten? Nicht die neuen Steuern? Na, die Hundstrimmel regen euch auf. Man sollte euch die Hundstrimmel ins Gesicht schmieren. Vielleicht wehrt es euch dann. Und die größte Sauerei von euch, liebe Wählerinnen und Wes, war das Wahlergebnis. Erst ein Viertel nach dem anderen saufen und dann wählt ein Viertel von euch blau. So blau kann man doch gar nicht sein, dass man ein Kreuzl bei der FPÖ macht. Oder glaubt ihr es wirklich, dass der Strache irgendwas besser machen wird? Wenn der an der Macht ist, verlieren nicht nur die Kinder aus dem Kosovo die Menschenrechte und werden einfach abgeschoben. Nein, ihr werdet auch keine mehr haben. Und manche von euch werden wegen einer blöden Bemerkung in Häfen sitzen. Da hilft euch kein Warnen. Da wird es dann heißen, Recht muss Recht bleiben, wie unsere liebe Innenministerin gern sagt. Wer war der Kosovo bei der EU, dann dürfen die armen Madeln samt Vater und Mutter in Österreich bleiben. Es gibt nämlich zwei Arten von Menschenrechten. Die in der EU und die zweite Garnitur außerhalb von der EU. Viele von euch glauben wahrscheinlich, dass nur in der EU Menschen leben. Außerhalb von der EU ist ja nur die Wildnis und die Anarchie. Ihr wollt uns Politiker auswechseln? Wechselt euch vorher selber aus. Denkt selber nach. Traut euch eine eigene Meinung zu. Sagt uns Politikern, dass echte Wähler seid und keine Klone von politischen Meinungen. Weil sonst garantiere ich euch, wir wechseln euch aus. Und zwar gegen Computer, die wollen gelernt haben von uns. Und dann dürft ihr zuschauen. Leider muss ich jetzt aufhören zum Reden, weil das Wahrheitsserum lässt schon stark nach. Also wählt in Zukunft das Richtige, damit die Zukunft nicht in der Vergangenheit endet. Danke.